So, letzter Tag in diesem Laden erstmal. Und ich möchte auch eigentlich direkt zum Laden gehen. Einer kann, glaube ich, noch. Ich bin mir nicht sicher. Kassenbereich auch schon mal einpflegen hier. Ist meine Lieferung schon da? Ich hab's nicht bekommen. Oh, jetzt habe ich die Wand wieder entfernt, ne? Muss man ja auch gleich mal eben. Ja, kann ich, aber mache ich nicht. Weil ich muss hier erst meinen Job machen und dann kann ich. Also ich muss erstmal machen, dass der Laden läuft. Sonst bringt meine Beratung Ihnen auch nichts. Gut, dass ich einen Kassierer eingestellt habe. So, bei der Einführung neuer Artikel packt der Chef noch selber aus. Oh. Nee, ich wollte die Wandfarbe haben, ich wollte nicht die Wand färben. Vielleicht laufe ich vor die nächste Wand hier vor. Guten Tag. Alles fertig? Alles fertig, gut. So. Dann wollen wir mal, wir haben nämlich neue Damenschuhe im Sortiment. Einmal diese wunderbar lässigen Schuhe. Dann ganz niegelnagelneu und in Pink reingekommen Sneaker. Dann haben wir in Rot. Ja, nee, erstmal in Blau, damit der Tisch ein bisschen bunter ist, sonst sind da so viele Rottöne. Und in Grün, diese hier, das ist wahrscheinlich jetzt im Aufbau her eine Katastrophe. Sie sehen doch, dass ich hier am Arbeiten bin, oder? Sind Sie irgendwie, ne? Sie haben auch Augen im Kopf, ne? Gut. Und hier kommt dann lässig der stinknormale Pantoffel. Dieser wunderbare Schuh. Die roten High Heels. Und die bunten Stiefel. So, hier mal eben die Stiefel wieder reinstellen, ne? Das sind die High Heels, oder? Nee, halt, stopp, stopp, abbrechen. Das hier sind die Stiefel. Hier kommen die High Heels rein. Welche waren das denn nochmal? Ich pack die da rein, die sind neu im Sortiment. Haben die schon gepfiffen? Ich habe nichts pfeifen hören. Bin stolz auf sie. Das ist mal mein Sortiment an Schuhen, was? Ich find's cool. Ich kann sie sogar beraten jetzt. Ja, guten Tag.
Nee, habe ich nicht gerade mit der anderen Kundin. Gerne. Klar kann ich Ihnen helfen. Sie möchten bestimmt die bunten Sachen, oder? Das sieht vielversprechend. Ja, toll. So vielversprechend dann wohl doch nicht, ne? Das muss reichen. Doch, haben Sie so viel Freude. Ich glaube, es hackt. Ich kann Ihnen die Hälfte bieten. Ja, Nora ist da. Wer kommt jetzt noch? Ich habe den Arbeitsplan nicht im Kopf. Ja, Nora ist am Weg. Alles gut. Ah, die nächsten Verkäufer und das ist gut. So, ich stelle hier gleich noch die letzten Leute ein und dann einen Tag muss es hier ohne mich klappen, ne? Ich zähle auf euch. Das kann nur schief gehen. Aber wir haben langsam mehr Leute im Laden, ne? Also am Anfang habe ich ja gedacht, oh mein Gott, was wird das nur? Wo machst du denn Pause, Nora? Ich sehe, wo du hinläufst. Aber ich habe keine Ahnung, was es wird. Wohin geht bei dem anderen Laden der Verkaufsbereich? Das muss ich mir gleich einmal versuchen zu merken. Und dann führen wir vielleicht die letzten beiden Schuhtische auch noch ein direkt. Weil ich meine, dafür habe ich den Platz gekauft direkt, um direkt einen größtmöglichen Laden zu bauen. Und es ist schon wieder so spät hier. Wir kommen schon wieder super voran mit dem Tag. Wir haben richtig viel Kohle verdient. Richtig gut. Na komm, hier hopp, 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 hopp. Ein bisschen schneller verkaufen hier. Hopp, 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 hopp. Kommen Sie her, kommen Sie her. Schön noch die 5000 voll machen hier. Hopp, 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 hopp. So, Feierabend. Oh nein, da kommt noch ein Kunde, der noch bezahlen möchte, ja.
Wollte gerade sagen, lassen wir natürlich nur den Artikel kaufen. Wir wollen ihn hier nicht, wir wollen hier niemanden hetzen, ne? Unnötig. Wer will mehr Geld? Nur einer? Dario! Hast du denn auch mehr Geld verdient? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Dario, Dario, Dario. Du bist an der Kasse. Komm. Ausnahmsweise. Okay, eigentlich kriegt ihr immer mehr Geld, aber psch. Verratet es keinem. Oh, ich wollte dir noch mehr geben, aber du hast schon akzeptiert. Dass ihr alle so viel Lohn wollt. Ich finde das ja schön, dass ihr mir hier, dass ihr euch hier bewerbt. Aber ich bin noch kein Millionenunternehmen. Ich kann euch nicht 80 Milliarden Lohn geben. Auch wenn ich gerne wollen würde. So. Isabel, du warst die erste Person, die hier gearbeitet hat. Ich würde dich gerne zum Manager machen. Geduld hoch und sie ist ruhig. Ach, jetzt ist ja doch noch jemand. Nee, doch nicht. Doch verarscht. Voll gemein. Der Laden muss jetzt einen Tag ohne mich auskommen. Wunderbar. Ja, ich gehe auch direkt in den Laden rein. Ich muss gerade nicht ins Haku. Wie sieht das hier denn aus? Oh, sieht doch gut aus. Überraschung für die anderen bin ich jetzt mal auspacken. Ob die wissen, dass ich hier bin im Laden? Ich meine, jetzt schon. Mir sieht's ja jetzt, aber. Da hat jemand den Tag frei. Das ist doch auch schön. Also für die Person. Da kommt die zweite Schicht. Und einer von euch wird heute den letzten Tag hier haben. Denn wir werden unser. Wir werden unser Geschäftsmodell so ändern, dass
wir hier jetzt einen Mitarbeiter weniger in diesem Laden haben werden. So, nee, ich möchte jetzt gerade hier das auspacken. Ich habe das ausgepackt. Boah, ich war fleißig. Ihr seid auch alle fleißig, ne? Finde ich gut. Keine Angst, die Person, die diesen Laden verlässt, wird nicht gefeuert. Sondern bekommt eine Beförderung. Wie Simon auch, dem ja dieser Laden hier gehört. Er wird, beziehungsweise sie wird, je nachdem, oder von mir aus auch es, wird zum Konzeptmanager, also beziehungsweise wird als wird eine Bewerbung zum Hauptquartier senden dürfen und dann eventuell für das Konzept der Damenmode arbeiten. Hat jemand Interesse? Bevorzugt natürlich jemand. Jetzt ist gemein, weil aus dem Sicherheitsteam, weil nämlich hier der gute Jonas, dem der Laden gehört, dort auch seine Stärke hat, wie ich sehe. Das ist dann immer die Mia. Ann-Kathrin, du verdienst sowieso schon so viel, ne? Können wir mal gucken. Das heißt, die Schichten werden sich hier definitiv ändern. Es wird ein bisschen anders ablaufen hier, ja? Alles. Ich lasse auch diesen Laden jetzt hier Geld sparen, damit ich die Läden alle gleichzeitig so ein bisschen erweitern kann. Wir werden die noch nach hinten ausbauen. Ich werde dann zusehen, dass ich erst wirklich alle Artikel, also alle Schuhe, alle Pullover, alle T-Shirts, alle Hosen von einem Konzept in einen Laden bringe. Und dann werde ich das mit verschiedenen, dann werde ich den Laden mit den restlichen verschiedenen Konzepten auffüllen. Das wird dann auch nicht mehr so eng aneinander hängen, weil der Laden wird dann ein bisschen größer natürlich, wir haben dann mehr Platz. Da können wir uns dann dran machen, wenn wir dann später die Damen, das Konzept der Damenmode Eleganzia komplett eingefügt haben. Jetzt haben wir hier ja noch in dem, jetzt arbeiten wir gerade in Relaxabit, das muss ich mir auch noch merken. Wir haben nämlich jetzt auch ausgefallene Namen. Das ist bis recht nah vor die Kasse, ne? Eins. 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 Okay. Ich weiß nicht so genau, was mir das bringen sollte. Sind wir ungefähr hier oder sind wir hier schon? Oh, ich weiß es nicht. Ich muss bei diesen. Ich muss gleich mal auf die Karte gucken. für den Schuhladen. Das sieht doch gut aus hier, ne? So, Ladies and Gentlemen, it's ich möchte ja nicht angeben hier, aber ihr seid der erste Laden, die wird der andere Laden auch bekommen. Ich sag's nur im Voraus. Aber ihr seid der erste Laden, der die teuersten Sicherheitsbarrieren hier bekommt. Jeder Dieb wird enttarnt. Restlos ab jetzt. Ohne Wenn und ohne Aber. Das wird der andere Kleidungsladen gleich auch bekommen. Die 2600 werde ich investieren. Einfach um Gewinnoptimierung zu betreiben, ne? Ach, wie schön. Das hatte ich Simon, den habe ich ja erst zum Ladenleiter gemacht, solchen in Sakun, aber Simon ist
Nee, Jonas Simon, sage ich schon immer die ganze Zeit. Habe ich einen Simon hier, der könnte dann Jonas Posten übernehmen? Ich sehe Jonas Laden und nicht Simons Laden. Ist hier ein Simon? Der hätte jetzt Glück. Nein, es ist aber nicht mein Simon hier. Wie komme ich auf Simon? Das ist Jonas. Ja, mal gucken. Muss ich mir mal Jonas Stärken allgemein angucken. Vielleicht hat Jonas ja auch noch was anderes außer Sicherheit. Dann sind natürlich mehr im Pool. Meine Mitarbeiter sind für Sie da. Ich bin nur Deko. Der hier guckt, wie seine Waren ankommen, ne? 2, 3, 4. 4 mal 4 sind 16 verschiedene. Aber in den Schuhen haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na gut, das ist natürlich auch anders strukturiert, die Schuhe, ne? Ich weiß, die letzte Kasse mache ich zu. Ihr dürft Feierabend machen, Leute. Ja, ich möchte ins Büro gehen. Dann wollen wir doch mal gucken, wer ist denn alles krank? Du brauchst einen freien Tag, kommst du. Fühlt sich krank, ist okay. Nico braucht einen freien Tag, soll er auch bekommen. Und du fühlst dich krank, ist also alles okay. So, Bestellung. Sind auch erledigt. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Erstmal die Sicherheit. Jonas, was hast du noch für Stärken? Kasse wäre Träumchen für dich. Das heißt, die Sicherheit hat vielleicht doch gar nicht so das Glück, hier groß fördert zu werden. Du verdienst 17. Hast relativ viel Erfahrung. Und hast relativ gute Stats. Du hast nicht so gute Stats. Bist auch im Moment nicht so produktiv. Das ist natürlich nicht so gut. Und du hast, ja. Gut. Wer von euch hat denn die besseren Arbeitszeiten? Nein, Spaß. Ja. Ich würde sagen, Maxi, du bist 87 Tage dabei. Und Isabel, du bist dabei 69 Tage. Und das bedeutet, Sebastian, du fängst ab jetzt um 2 an. Beendest deine Arbeit um 10. Du hast jetzt andere Arbeitszeiten. Du gehst jetzt ins andere Extremum. Denn der gute Jonas möchte ab jetzt auch wieder Vollzeit arbeiten. Beziehungsweise darf das auch wieder. An der Kasse. Er darf dann den Laden auch zumachen. Das ist ja auch immer schön. So, jetzt wollte ich hier mal gucken. Okay, in dem dritten Kästchen steht noch was drin. Danach nicht mehr. Das muss ich mir merken. In dem dritten Kästchen steht noch was drin. Danach nicht mehr.